Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mods. Und seit dem letzten Mal ist unsere ganze Modulforschung durch, so dass wir heute uns anschauen können, was machen wir mit dem Rest von den Modulen. Das brauchen wir nicht mehr. Und ich kann dann all das hier in den Kisten versorgen. Aber wenn wir die Module anschauen, was wir da haben, dann haben wir hier ja mehr Module, die es in Vanilla gibt. Wir haben Tempomodul, wir haben Effizienzmodul, wir haben Produktivitätsmodul. Das sind die drei, die wir auch aus dem Vanilla-Spiel kennen. Allerdings nicht nur in der Variante 1, 2, 3, sondern bis 8. Aber dann haben wir zusätzlich auch Verschmutzungsmodule. Da bin ich mir nicht sicher, wofür wir die überhaupt brauchen wollen. Wir haben dann das Gegenstück, Verschmutzung säubern. Wir haben reine Tempomodule. Die haben Tempo 20 und die haben Tempo 20, aber auch 10% mehr Energieverbrauch. Und die haben den gleichen Energieverbrauch, aber nur den Tempo-Bonus. Und dann haben wir hier die grünen Module. Die haben weniger Energieverbrauch und weniger Umweltverschmutzung. Also eine Kombination zwischen dem und dem. Und dann haben wir die reinen Produktivitätsmodule, die nur plus Produktivität haben, wo die dann auch mehr Umweltverschmutzung und mehr Energieverbrauch haben. Und ich denke, für ein paar von den Rezepten werden wir von den Modulen was brauchen. Aber dann denke ich, für unser Setup werden wir dann hauptsächlich die reinen Tempomodule, die türkisen hier und die, was ist das, lila, pink, für die Produktivität brauchen. Und dafür werden wir mal unser Layout, unsere Produktion auslegen. Wir werden von dem hier oben werden wir auch die hier brauchen. Die haben wir ja schon, aber da haben wir pro Farbe dann noch zwei zusätzliche Steckkarten. Und ich denke, von dem hier werden wir alle Farben produzieren. Aber dann hier unten werden wir wahrscheinlich nur rot, blau, gelb, rot. Dann die türkisen. Und die pinken hier machen. Und das Gute hier ist, da brauchen wir zwar die verschiedenen Steckkarten, aber nicht die anderen Module, sodass wir die braunen, die dunkelgrünen und die normalgrünen, die können wir völlig außen vor lassen. Und von denen hier werden wir auch nur Level 1 oder Level 2 bauen, was wir da dann halt gerade benötigen. Aber zuerst mal die verschiedenen Steckkarten und ich denke,
von den Materialien sind die alle identisch. Aber wenn ich mir den Platz hier anschaue, ja, wir können hier noch etwas weiter nach oben gehen, aber dann müssen wir wieder nach unten. Was ich auch gesehen habe, all diese Dinger, die brauchen wir hier nicht mehr. Das heißt, da können wir dann zurückbauen bis zur letzten Fabrik, wo wir was vom Band nehmen. Beispielsweise hier. Und dann können wir den Platz, den wir hier gewinnen, mit anderen Materialien vollstopfen. Gut, was ich jetzt erstmal machen werde, ist die Produktion für die zwei zusätzlichen Module, Farben platzieren. Und ich denke, das wird in der Regel ähnlich sein wie das, was wir hier haben. Wir werden hier einfach zusätzlich die integrierten Schaltkreise und die CPUs benötigen. Aber das sollte keine große Kunst sein. Bis hierhin haben wir die zweite Stufe von den Modul Boards gemacht. Was uns jetzt noch fehlt, ist die dritte. Aber wir haben hier ein wenig Platz. Drum denke ich, werden wir die ganzen Bänder hier oben in einer U-Form rumlegen, so dass wir hier hinten dann die quasi mit dem Rest wieder nach unten fahren können. Und wenn ich mir etwas richtig überlege, sollte das so hinkommen. Den suche ich. Und machen wir hier etwas Platz. Und dann müssen wir nur schauen, wie wir die Bänder hier oben rum durchbringen. Und wir haben hier noch ein paar Lücken, die wir dann füllen können. Aber ich denke, wir müssen hier einfach mal mit dem innersten Band beginnen. Und wahrscheinlich ist das Ganze hier ein wenig zu weit oben. So, machen wir das nochmals weg, so dass wir dann das effektiv so weit drüben platzieren können, wie wir es brauchen. Aber ich mache hier mal das U fertig und dann können wir auch die restlichen Fabriken platzieren für die dritten Boards, die wir für die Module dann effektiv brauchen werden. Und weil wir sonst nichts machen, können wir auch hier schauen, dass wir mit der Forschung etwas weitermachen. Wir gehen das einfach mal der Reihe nach durch, denn ich denke, das nächste, was dann interessant sein wird, ist die Raketensteuerung. Die letzte Robotik-Stufe
Und dann hier unten kommen noch ein paar Sachen. Und dann sind wir bald schon bei der Unendlich-Forschung. Aber wie gesagt, ich mache hier mal den Teil fertig. Und dann können wir hoffentlich sehen, wie wir das hinbekommen mit der Produktion für die effektiven Module und nicht nur für die Vorstufen. Hier oben haben wir die Kurve gekriegt und da sind dann auch die restlichen Fabriken für die dritte Stufe der initialen Boards. Und wenn ich mir so ansehe, wie die Herstelldauer ist, das sind 10 Sekunden, 10 Sekunden, 20, 30, 40, 50, 60, 70 und 80. Und ich denke, von den ersten drei machen wir nur bis zur Stufe 3. Das heißt, da können wir ein Verhältnis 1 zu 1 machen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die türkisen und die pinken hier. Und da brauchen wir vielleicht ein anderes Verhältnis. Aber ich baue erstmal ein Layout, um die Dreiermodule von den blauen zu machen. Und dann können wir das im Wesentlichen kopieren für Gelb und Rot. Und ich denke, das dürfte recht einfach sein, denn wir machen das einfach so. Dann hier die Zweier, hier die Dreier. Die Module geben wir so durch. Und hier haben wir die drei Eingangsvarianten. Und das bekommen wir auf zwei Bänder hin. Und die blauen und die gelben, die goldenen, die packen wir auf ein Band. Denn die brauchen wir nochmals hier. Und dann brauchen wir hier noch die grauen und die grünen. Und die brauchen wir nur hier. Die packen wir dann von unten ran. Und dann haben wir hier, da brauchen wir Lötzinn und Lötzinn und Transistoren. Und wenn wir das so machen, dann können wir das hier platzieren und dann haben wir hier eine Anbieterkiste. Die machen wir so voll. Und vielleicht hier hin. Und dann für die restlichen auch nochmals. Gut, dann muss ich nur noch schauen, wie ich das Ganze hier vom Bus bekomme. Und dann können wir das Ganze kopieren für Gelb und Rot und dann zum Schluss schauen, wie produzieren wir die hier. Und die können wir entweder aus den Grundbausteinen machen oder aus den Modulen mit ein bisschen Lötzinn. Aber ich denke, die Herstellung aus den Grundbausteinen dürfte einfacher sein, denn dann müssen wir uns nicht den ganzen Weg hier doppelt machen. Mit den ersten drei Modulen am Start, auch wenn nur bis Nummer 3,
Und Nummer 3, da fehlt es uns an Transistoren. Können wir uns überlegen, wie machen wir die anderen bis zu Level 8? Und wenn ich mir das so anschaue, brauchen wir hier unten etwas mehr Platz. Drum habe ich hier schon mal etwas Landausschüttung mit dabei. Und dann können wir hier das Wasser auffüllen bis hier unten zum Bus. Denn ich denke, für die Türkisen und die Pinken, da werden wir wahrscheinlich nochmals eine Kurve nach oben nehmen müssen, denn nach meinen Schätzungen ist dieser Platz hier vielleicht gerade ausreichend, um eine Farbe hinzubekommen. Aber wir werden sehen, wie wir das anstellen wollen. Für die anderen beiden Module, denke ich, bauen wir das rückwärts hier von der höchsten Variante bis zur niedrigsten. Und es ist ein bisschen kompliziert, weil die brauchen recht viele Materialien. Und die Edelsteine, die werden wir mit der Logistik heranschaffen. Aber zumindest zwei benachbarte Fabriken, die brauchen ähnliche Materialien. Und so können wir das so platzieren. Und damit ich weiß, was wohin kommt, werde ich das hier je ein Item in der Kiste platzieren, so dass wir dann iterativ, denn hier oben werden wir wahrscheinlich sowas haben, und dann haben wir hier die hier, und je niedriger die Stufen sind, umso weniger Materialien werden die benötigen. Aber hier oben haben wir dann wahrscheinlich wieder sowas. Das wäre dann diese Stufe. Wenn wir hier schauen, da haben wir auch wieder ähnliche Materialien, die wir brauchen, so dass wir ein ähnliches Setup wie hier unten uns kombinieren können. Ich glaube, ich habe ein Setup hier, das funktionieren könnte mit einer Maschine hier unten, und dann werden es allmählich mehr, und um das nicht zu sehr in die Breite zu führen, wechseln wir hier zwischen roten und blauen Montagemaschinen ab. Die roten haben Herstelltempo 1,25 und die blauen haben sind also fast doppelt so schnell. Drum können wir hier, wenn wir von zwei rote gehen auf eine blaue, und wenn wir dann da die Verdopplung brauchen, können wir eine blaue zu einer roten machen. Und das Ganze ist dann hier oben, und wenn wir schauen, da sind wir etwas neben dem Bus. Aber ich kopiere einfach mal diesen Teil hier und den machen wir hier hin,
Und dann können wir hier dann die Anschlüsse machen. Vielleicht kopieren wir die auch noch mit. Genau, und sobald wir das dann hier nach oben transferiert haben, dann können wir es hier unten wieder zusammensammeln, entfernen und dann den nächsten Schritt machen. Da ich hier ja überall angezeigt habe, was für Materialien auf welches Band kommen, sollte es nicht allzu schwer sein, hier dann die richtigen Bänder auch zu verbinden. Und wir werden sehen, wie gut das dann letztendlich gelingt. Bis hierhin funktioniert die Produktion, aber hier kommt es in Stocken, weil uns die Transistoren fehlen. Aber soweit ich das sehe, sollte alles so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe. Und das, was wir hier unten haben, das sind dann noch die Materialien, die wir für die pinken Dinger brauchen. Dafür brauchen wir Gelb, Rot und Dunkelgrün, neben den anderen Sachen, die wir auch noch brauchen. Das heißt, hier werden wir das Ganze nochmals rumbiegen und dann brauchen wir hier noch etwas mehr Landaufschüttung, dass wir dieses Setup auf dieser Seite nochmal hin platzieren können. Ich denke, das mache ich bis zur nächsten Folge. Und dann können wir nächstes Mal unsere Aufmerksamkeit einem anderen Thema widmen, bis wir warten, dass wir hier genügend Output bekommen. Also bis dann und tschüss!